So, und da sind wir schon wieder zur nächsten Folge Kebab-Chefs. Wir zahlen mal bei unsere Rechnungen, so wie man das halt so macht, als guter Chef eines Imperiums. Und das darf ich jetzt inzwischen sagen, weil 400.000 am Konto, hey, haben oder nicht haben, das macht schon mal einen gewaltigen Unterschied. Wir halten sie gar nicht lange auf, während hier die Morgensonne durchs Fenster in unser bomböse Luxusbude strahlt. Leck mir am Arsch, irgendwann sollte man die mal herrichten. Jo. Sausen wir mal Richtung Restaurant und schauen, was wir heute alles vorbereiten. Churros müssen auf jeden Fall auf die Speisekarte, denn die brauchen wir für den nächsten Gourmet. Und ja, wir werden es weiterhin einfach machen. Wir werden es einmal durchbacken. Die ganze Latte. Wir brauchen nämlich irgendwie alles. Irgendwie brauchen wir von allem alles, wenn ich mir das so anschaue. Eieieiei. Okay, Speisekarte. Boah, da haben wir jetzt gut zu tun. Also, wir machen die Churros natürlich drauf. Wir machen drauf den Himbeerkuchen auf jeden Fall. Cupcakes machen wir mit drauf. Die Croissants, die bringen gut Kohle. Pie ist so, ja, aber passt auch. Schmeißen wir auch mit drauf. Ist leicht herzurichten, das passt schon. Dürum, nö. Gelee, weil das können wir noch leveln. Genauso wie die Breze, die ist noch nicht Max-Level. Die Herzkekse sind halt auch inzwischen Max-Level, gell? Aber egal, wir schmeißen sie mit drauf, egal. Oh, sollen wir die Suppe auch noch draufhauen? Das ist so unnötig, aber ich glaube, Suppe haben wir noch genug. Ich glaube, wir schmeißen... Ja, komm, wir machen die Suppe auch noch drauf. Die ist zwar irgendwie so... Die passt auch irgendwie vom Umsatz her so gar nicht mehr drauf. Aber wir packen sie mit drauf. Gibt nochmal ein paar Kunden mehr. Und bestimmt noch. Zwei Meisterschaftspunkte brauchen wir noch. Dann können wir nämlich den fehlenden Sugar Pear nämlich auch endlich machen. Auch den brauchen wir für den Gourmet. Das ist top. Das ist absolut top. So, wir brauchen aber einen Haufen Rezepte. Wir fangen von oben einfach an mit Pied. Weil davon haben wir nur mehr eins, zwei haben wir. Das ist das eine... Ist das das Vorgebackene? Ja. Das ist das Vorgebackene. Warte mal, das mache ich gleich mal fertig. Schau. Das ist das, was ich gemeint habe. Wenn das Vorbacken ist, brauche ich das nur mehr reinschmeißen und das ist ruckzuck nämlich dann fertig. Ne? Das ist voll geil. Kann ich sogar noch weiter. Also bei den nächsten, da kann ich zum Beispiel hergehen eigentlich und das eigentlich auch gleich vorbacken. Weil man das eigentlich super flott zum Nachfüllen geht. Feiere ich total. Ja, leg's vielleicht da quer drauf, Stella, hast schon recht. So, pack mal hier rein. Pied. Dann von der Suppe, wie viel haben wir da? Das wird jetzt unser letzter Suppentopf dann werden. Ich glaube, ich werde keine weitere von den Suppen mehr machen. Weil die sind einfach ausgemaxt und wir haben so viele andere Speisen jetzt, dass es eigentlich nicht mehr notwendig ist. Oh, das braucht echt ewig. Also wenn du das nicht vorpackst, bist du ein armer Hund. Bist einfach ein armer Hund. So, die ist auch schon heiß, das passt. Zack. Schmeißen wir auch gleich drauf. Und somit haben wir schon mal unsere ersten zwei Gerichte wieder drauf. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen, dass das nicht fertig wird, weil das wäre fatal. So, perfekt. Packen wir uns gleich hier hin. So, Herzkekse. San. Boah, an. Oh Gott. 1, 2, 3, 4, 5, 6. An siebter Stelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow. Ja, genau. An siebter Stelle. Dann. Können wir einmal die. Churros raus. Ach, guck einer an, das Öl ist weg. Ach, da schau einer her. Also das Öl entleert sie nach Tagesabschluss von alleine. Okay, also nichts mit drei Wochen dasselbe Öl und so. Das spielt's mal nicht. Ich muss mal gucken, ob es eine andere Lagermöglichkeit für die Churros gibt, weil das finde ich... Ja, auf einen Teller könnte ich sie packen, ne? Damit ich sie nicht einzeln hin und her machen muss. Das ist nämlich doof.
Dann haben wir einmal Gilet. Gilet haben wir an 1, 2, 3, 4, 5. Stelle. Wir sind ein glorreiches Kebab-Imperium, das nur Süßspeisen anbietet. Und wir verdienen damit unser großes Geld. Yay. Okay, leck mich da. Mann. So, Churros sind ganz oben. Da haben wir aber jetzt gut herzurichten. Der Himbeerkuchen ist nämlich auch aus. Einen Cupcake kann man noch. Das können wir sich hier dann gleich herrichten. Bauen wir dann gleich mal für den Himbeerkuchen. Cupcake ist an dritter Stelle. Dann haben wir. Hoppala, das wollte ich nicht. Dann haben wir zwei Croissants. Jetzt sind wir gut ausgeräumt, ja. Das heißt, wir haben heute ein bisschen Backen vor uns. Backen mit G. Jetzt haben wir unser Regal ausgeräumt, ja. Die Breze haben wir da hinten noch. Da fehlt uns der Himbeerkuchen, sonst haben wir schon wieder alle Menüs aufgestellt. Perfekt. Also gut, dann fangen wir an. Ist eigentlich wurscht, mit was wir anfangen. Schauen wir mal, was wir dafür da haben. Wir brauchen mal Mehl. Dann brauchen wir Hefe. Boah, da müssen wir einen Großeinkäufer heute machen. Naja, kann ich mir auch definitiv dann gleich mal heraus den Innersten, die wir jetzt ein paar Mal brauchen. Oh, danke übrigens an dieser Stelle mal für euren unglaublichen Support auf dem wirklich kleinen Kanal. Ich freue mich da riesigst drüber. Ist für mich überhaupt nicht selbstverständlich. Ich finde das ganz, ganz toll. Auch ein Hallöchen an alle neuen Abonnenten. Schön, dass ihr mit am Start seid. Aber mega Freude immer wieder über die Kommentare. Jeden Tag. Es vergeht kein Tag, wo nicht überall Kommentare drunter sind. Finde ich super, super gut. Und vielleicht so als kleiner am Rande. So mein persönliches Steckenpferd sind eigentlich auch Point-and-Click-Adventures. Und ich habe jetzt vor kurzem den Willy Morgan hochgeladen. Vielleicht wollt ihr da mal reingucken. Vielleicht interessiert euch das auch. Wenn nicht, nicht schlimm. Aber ich finde es schade. Das wird so, das ist so underrated. Das wird so wenig beachtet. Ich finde es so unrecht. Das sind super schöne Stories mit ein bisschen Rätseln und Aufgaben. Sehr, sehr schön anzusehen. Also vielleicht wollt ihr da auch mal reingucken. Aber nur, wenn ihr Bock habt. So. Dann rühren wir das durch. Dann brauchen wir in dem Fall nicht Kuchenboden, sondern wir brauchen Pite. Ich weiß übrigens immer noch nicht, wie man es richtig ausspricht. Da steht übrigens Lavash. Scheiße. Genau, ich hab doch... Gescheiße, echt jetzt. Ich hab... Shit, ich hab das Falsche ausgewählt. Mann, gee. Das ist halt bitter. Da geht er jetzt noch einer raus, natürlich nicht. Ja, das ist jetzt bitter. Gut. Mehl. Das war jetzt doof. Das habe ich einfach einmal verkackt. Ist aber auch nicht schlimm. Gibt Schlimmeres. Ist nicht der Weltuntergang. Naja, fast. Eier brauchen wir auf jeden Fall auch wieder. Die sind auch jetzt so gut wie aus. Warum haben wir denn das Salz eigentlich weggeräumt? Das brauche ich für die Brezen nämlich auch. So, dann nochmal rühren. So, kleine Hoppalas können in der Küche schon mal in der Hektik passieren, dass man das Falsche rausholt, ne? So. Genau. Und dann brauchen wir nämlich Ribeye. Bleibt uns natürlich jetzt eine Ding über, da haben wir ja nichts mehr, ne? Wir haben nur einmal die Erdbeer-Dingens-Bummens für, keine Ahnung was, und die Himbeeren für... Himbeerkuchen. Was waren denn die Erdbeeren? Ich glaube, die waren für die Kekse. Ja. Und hier haben wir das nur für die Cupcakes. Okay. So, dann schneiden wir das Ribeye.
gehört in die den Fleischwolf, dann gehört Sumak dazu. Das war's auch schon wieder. Dasselbe machen wir nochmal. Und jetzt guckt's kurz weg. So. Okay. Perfekt. Wo packe ich denn das hin? Ich packe das hier hin. Haben wir jetzt auf jeden Fall genügend auf Lager. Machen wir so. Das eine vorgebackene haben wir hier. Das kann ich eigentlich da reinwerfen. Schau, es ist nur groß, dass ich es hier dann vergesse. Aber egal. Dann haben wir das schon mal vorbereitet. Dann machen wir Brezel. Brauchen wir Mehl, Hefe, ist natürlich alles jetzt aus. Okay, ja gut, Zucker haben wir. Butter eventuell ein wenig. Wir gehen einmal shoppen. Wir gehen einmal shoppen, Leute. Ich nehme euch mit zum Shoppen, zum Basoglu, mein Haberer. Mein Freund. Servus, Basoglu. Alter, alles fit im Schritt, ha? Der Schnorre steht heute wieder via 1. Top, mein Freund. Meiner nicht so. Es ist auch spät. Es ist auch spät und die Zeit soll mal ins Bett gehen. So, Mehl. Boah, jetzt machen wir einen Großeinkauf. Da nehmen wir auch noch eins mit. Zucker nehme ich eins mit. Dann Schoki nehme ich zwei mit. Glas mit Himbeeren. Brauche ich das? Eigentlich habe ich noch was drin und eigentlich nicht. Theoretisch. Milch nehme ich noch mit. Ein bisschen Butter. Pesto deppert. Hühnerbrühe sparen wir sie. Rest brauche ich auch nicht. Bla 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 bla. Perfekt. Ja, läppische 3180. Alter, ein bisschen an Rabatt. Ja, ja, gern. Gern geschehen. Aber ein bisschen an Rabatt kannst du das nächste Mal rüberwachsen lassen, mein Freund. Ich meine, das ist ja Einkauf, das ist ja nicht selbstverständlich, ne? Heiliger Bimbam, da geht's zu. Heiliger Strohsack, was stimmt denn mit euch nicht? Öffnungszeit ist um 9, Leute, um 9. So. Das ist auch interessant, wenn du 4 dann reinpackst, passt eigentlich nicht mehr rein. Dann steckt es einfach nur mehr ineinander. Warum drehe ich das eigentlich immer? Warum stelle ich es nicht einfach so rein? Es wäre so viel einfacher. So, einmal Eier. Schmeißen wir sie auch gleich hier hin. Das zweite Mal Eier packen wir in den Kühli. Das gehört hier rein. Die gute Gelatine, da haben wir übrigens noch Himbeeren, weil ich es gerade sehe. Also alles gut. Alles safe. Dann haben wir die gute Schoki. Die Milch. Und ein bisschen Butter. So. Perfekt. Dann legen wir los. Also. Mehl. Hefe. Salz. Butter. Rühren das runter und wir haben es schon wieder. Also muss ich bald wieder rausnehmen, weil ich aufpacken muss. Ne? Brauchen wir ein Backblech. Umstellen nicht vergessen. Brezel. Also doch liegen lassen. Gut. Können wir aufpacken, können wir sich schon das nächste Rezept raussuchen. Und zwar die Hühnersuppe brauchen wir nicht. Die Churros. Mehl, Milch, Zucker und Butter. Ich glaube, Salz können wir jetzt wegpacken. Da traue ich mich gar nicht weggehen. Das geht so flott.
Es geht einfach so flott ruckzuck in die Brezen. Geil. Zack, fertig. Und next one. Und zwar Mehl. Dann Milch. Zucker. Und Butter. Und wir kneten schon wieder. Und die Churros, wir können die Churros schon rausnehmen. Wir könnten aber die guten... Oh, ich könnte mal... Warte mal. Ich könnte eigentlich die Churros auch auf ein Backblech legen, aber ich bräuchte mal mehr Backbleche. Ich habe zu wenig. Ich habe zu wenig Backbleche einfach. So, Churros. Kann ich die da draufpacken? Es geht halt nicht. Du kannst sie aufs Kuchenblech nicht draufpacken, ne? Haben wir nicht irgendwo nur ein Backblech? Nee. Gibt es ein Backblech im Supermarkt, Leute? Wisst ihr das? Ich schaue einfach mal. Ich guck mal nach. Ich gucke mal nach. Oh, da gibt es bestimmt ein Backblech zu kaufen. Ja, nix da. Doch. Ach komm. Besser haben wir es brauchen. So. Dann können wir die nämlich da drauf schmeißen. Das finde ich gut. So. Brauchen wir da nicht jedes Mal so rumtun. Schön unser Stapelsystem, oder? So. Perfekt. Damit sind die Churros auch schon fertig. Und es geht weiter in der Liste mit Himbeerkuchen, Mehl, Hefe und Ei. Mehl. Steht das gescheit drauf? Dann Hefe. Dann brauchen wir 3 Eier. Ach, da sind nur 15 drin. Hätte ich doch nicht. Hä? Da waren doch nur mit 3 oder so. Okay. Gut. Eier haben wir genug. Auch okay. 3 Eier. Das war's schon wieder. Rühren. Brauchen wir den Kuchenboden. Also man kann ja sagen, was man will, aber das ist ein Hochleistungsbetrieb hier. Das ist ein absoluter Hochleistungsbetrieb. Kuchenboden. Perfekt. Für den Himbeerkuchen müssten wir jetzt eigentlich, müssten wir eigentlich hier, da haben wir schon, das ist die gute Mischung vor 14 Tagen, die ist nur top, da ist noch immer was drinnen. Okay, weiß ich nicht, ob sich der dritte Kuchen noch ausgeht, ich denke. Die ist nur top, also da braucht sich keine Sorgen machen, die Kühlkette funktioniert bei uns 1A. Dann ist der nämlich auch fertig. Dann haben wir die Cupcakes. Feier ich. Ich feiere das. Schoko. So, wie lange dauert das? Ja, meine Güte. Eine Schoko, die müssen wir erst einmal auspacken. Dann Zucker. Mehl und Ei. Am Mehlverbrauch haben wir hier eine Bäckerei. Wird da nicht fressen. So, jetzt schauen wir mal nach dem Kuchen.
Top. Cupcakes. Ja, jetzt haben wir es gleich, perfekt. Jawohl. Mal hier hin. Ja, das ist auch gut durchgerührt. Da machen wir jetzt daraus die guten Cupcakes. Da braucht es die Sternfruchtmischung, die haben wir auch noch. Auch die ist tipptopp. Ja, da gehen einige raus. Heiliger Bimbam. Können wir auch gleich backen. Ich sage, es ist ein Hochleistungsbetrieb. Also hey, Leute. Top. Dann geht's weiter mit Croissants. Croissant. Croissant. Mehl, Hefe. Das Mehl ist gleich wieder aus. Ich glaube das nicht. Zucker und Butter. Unfassbar. Können wir zweimal Croissant rausnehmen. Ach so. Wie mache ich denn das wieder? Croissant. So, jetzt nichts. Müsst ihr mal aufpassen. Letzt früh rausnehmen. Die brauchen eine schöne Farbe. Die müssen eine schöne Farbe haben. So, Croissants. Na bitte, schau. Haben wir die Croissants auch schon? Die anderen zwei packt man dann wieder drauf, wenn sie fertig sind. Dann geht's weiter mit Chili. Da müssen wir Zitronen und Orangen schneiden. Orangen haben wir nur mehr eine. Da werden wir nochmal nachholen gehen müssen. Weil ich will das zweimal ansetzen. Ich glaube, da gehen uns definitiv noch mehr Dinge aus. Gelatinepulver haben wir. Werden wir definitiv zur Orange, also eine Orange kaufen wir dann mal. Aber ich kann jetzt nicht weg. Gelatinepulver, Zucker, haben wir noch die zwei, das passt. Und Erdbeeren, wie schaut es mit Erdbeeren aus? Haben wir, brauchen wir auch. Also Erdbeeren und Orange. Eins, zwei, eine Orange, zwei Erdbeeren, so. So. Passt auch. Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. Sternfruchtdealer, so schnell machen wir kein Geschäft, nicht mehr, das Zeug hält ewig. Danke dafür. Servus, stabiler Bart, Bro, wie jeden Tag. So, zwei Erdbeeren. Moos und die Orangen, hier. Danke, mein Freund. Das Obst ist halt spottbillig, ne? Im Gegensatz zu allen anderen, das Obst kostet einfach nichts. So, na, da fliegen die Fetzen. Da fliegen die Fetzen. So. Dreimal Orangen. Dann einmal das Zitronenzeug. Dann Zucker. Und die gute Gelatinepulverpackung. Da kommt jetzt wundervolles Chili raus.
Da brauchen wir einen Haufen Teller dafür. Einmal und zweimal. Erdbeer drauf. Noch eine. Reinpacken in die Kühlung. Also besser geht nicht. Sag's euch, wie es ist. So, dasselbe machen wir jetzt noch einmal. Einmal, zweimal, dreimal, zack. Dann Chili und Zucker. Einmal und zweimal. Zack. Und zack. Die anderen zwei Erdbeeren noch drauf. Und wir haben auch Chili wieder noch und nöcher. Ebenfalls in die Kühlung rein. So muss das aussehen. Und dann haben wir eigentlich nur noch die Herzkekse, ne? Jo. Herzkekse sind das Letzte, was uns fehlt. Top. Schoki. Scheiße, wir brauchen Zucker. Mann. Mehl und Ei. Mehl ist auch aus. Ja, das ist die Erdbeermischung, die wir haben. Perfekt. Was habe ich jetzt gesagt? Zucker, ne? Zucker und Mehl brauche ich schon wieder. Ich brauche eigentlich alles, aber ist wurscht. Ich hole jetzt mal nur kurz ein bisschen Zucker und wir machen die Herzkekse noch schnell fertig. Mehl. Boah, das wird ein teurer Tag heute. Das wird echt ein teurer Tag. Du nimmst mir das Weiße aus den Augen, ey, mein Freund. Ich hab dir heute schon bald 10.000 da lassen. Für deinen Scheiß, für ein bisschen Zucker und Mehl. Bucherer, sowas schimpft sie Freund. So, packen wir wieder alles rein. Ja, vielleicht nehme ich es noch ein paar in die Hand und noch einmal. So. Einmal Zucker, dann haben wir alles drinnen. Restzucker packen wir rein. Ihr wisst schon, ist hier jemand, der Range heißt. So, mischen. Dann brauchen wir ein Backoblech. Und wir brauchen, wo sind sie denn? Wo sind denn die Herzkekse? Hä? Hier. Ah, da gehen ja jetzt wieder so viel drauf, gell? Da gehen ja wieder so viel drauf. Mein Gott. Müssen wir ein bisschen schlichten. Oder dann nicht immer zwei Backbleche anpatzen. So, rein da, zack, backen, dann können wir schon die Mischung da raus machen, das müsste theoretisch die richtige sein, hoffe, sieht aber gut aus. Gut, scheiße, was mache ich denn, fuck, stopp, das gehört doch erst nachher im Backofen backen, oh nein, oh no. Oh, oh, ups. Oh, oh, 3 Sekunden, Regel. 1, 2, 3. Zack, perfekt. Alles gut, nichts passiert. Alles gut, es ist nichts passiert. Jo, ich würde sagen, ob das jetzt noch was wird, wenn wir später die Mischung draufpacken und was wieder an diesem spannenden Tag dann passiert wird, wenn wir aufsperren, schauen wir uns gemeinsam in der nächsten Folge an, weil das ist ja Wahnsinn. Wir haben jetzt nur gebacken wie die Wilden. Das läuft gut. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder einschaltet bei der nächsten Folge, wenn es heißt, Schatzi,
komme später, ich bin im Stress, nämlich dem Kebab-Lokal hier beim G. Danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Lasst mir gerne ein Like, Abo, Kommentar, wie auch immer da. Schön, dass ihr mit am Start wart. Tschüssi und ciao, ciao.